die vierte bundesweite Mahnwache. Wir haben immer noch nicht aufgegeben. Wir sind nicht mehr so viele wie vorher, aber ich verrate euch eins. Die Masse an Menschen, die realisiert hat, dass hier in diesem Lande etwas extrem schief läuft und etwas extrem faul ist, die steigt und steigt. Ich habe mich im letzten halben Jahr eigentlich vorwiegend im sogenannten Mainstream aufgehalten und mich weniger Zeit mit meinen friedensaktivistischen Freunden und meinen Freunden aus der Wahrheitsbewegung verbracht. Und ich kann euch sagen, das Wissen, ja, um diesen aufkeimenden Faschismus in diesem Lande und überhaupt in der gesamten westlichen Welt, das ist sowas von präsent mittlerweile auch in den Köpfen der normalen Menschen längst angekommen. Wenn wir uns ansehen, was da im Augenblick passiert in der Politik, dann stellen wir zunächst einmal fest, dass im letzten Jahr mit dem Zensurgesetz von Heiko Maas unsere Meinungsfreiheit im Internet beschnitten worden ist. Wir alle haben es mittlerweile mitbekommen, dass unsere Links auf einmal geblacklistet werden, unsere Accounts für 30 Tage gesperrt werden, obwohl wir kein einziges Schimpfwort benutzt haben, sondern lediglich eine Meinungsäußerung getätigt haben. Wenn wir feststellen, dass antideutsche Journalisten von unserem damaligen Außenminister Sigmar Gabriel persönlich aus dem Knast geholt werden, die in Wirklichkeit deutschen Hasser sind, die man in der Taz sehr gut nachlesen konnte, ja, dann ist das zum Beispiel eine Sache, wenn man dann diesen Artikel von einem Herrn Yücel, wo er beschreibt, wie sehr er Deutschland liebt, nämlich überhaupt gar nicht, eher von einem Hass gezeichneter Artikel, wenn man den dann verlinken will, um sich die Frage zu stellen, warum fährt der deutsche Außenminister eigentlich in die Türkei, um einen deutsch-türkischen Journalisten zu besuchen und zu befreien, der Deutschland hasst. Ja, das sind so Dinge, vor allem Deutscher hasst, augenscheinlich aufgrund dieses Artikels, denn so kann man den durchaus interpretieren. Dann haben wir folgendes Problem, dass auf Facebook dieser Link gar nicht mehr auftaucht, damit alle für Freiheit für Yücel sind, aber gar nicht sehen, dass dies eigentlich ein Systemagent ist, meiner Meinung nach, der sich gewaschen hat und der eigentlich von mir aus da hätte verschimmeln können. Ja, solche Sachen sind dann auf Facebook nicht mehr zu posten. Die Links klappen nicht mehr, die funktionieren gar nicht mehr. Leute haben mich gefragt, sagt man, habt ihr meinen Link gelöscht? Und ich habe gesagt, nein, ich sehe deinen Link noch, aber er ist ausgegraut und ich kann ihn nicht wieder aktivieren. Etliche unserer Aktivisten sind für absolut harmlose, friedensbegeisterte Posts gesperrt worden, ihre Artikel gesperrt worden, ihre Seiten abgeschaltet worden. Und das liegt aufgrund einer deutschlandinternen Zensurabteilung, die wir mittlerweile haben. Und man munkelt, dass eine gewisse Frau, die einmal eine Stasi-Agentin gewesen ist, die Hauptverantwortung dafür trägt, unsere Posts zu zensieren. Der Kampf gegen Rechts, der mit über 10 Millionen Euro im Jahr in Deutschland gefördert wird, ist mittlerweile nicht nur ein Kampf gegen Rechts, sondern auch ein Kampf gegen die Friedens- und Wahrheitsbewegung. Wir werden auf eine Stufe gesetzt mit Rechtsradikalen. Der sogenannte Reichsbürgerbegriff ist erfunden worden, damit auch jeder, der seine Stimme für Gerechtigkeit und gegen die ungerechten imperialistischen Kriege erhebt, mundtot gemacht wird. Und das ist auch ein Grund, warum wir heute hier stehen, um darauf aufmerksam zu machen, wir tolerieren diese Zensur nicht. Wenn ihr uns im Internet das Reden verbietet, dann stehen wir auf der Straße und bald mit noch viel mehr Menschen. Der nächste Schritt, den unsere Regierung geht, das ist ganz klar zu sehen, ist das neue Datenschutzgesetz. Demnächst werden wir nicht mehr in der Lage sein, unsere eigenen Demonstrationen zu filmen und die Menschen auf unseren Demonstrationen zu filmen, sprich Präsenz in den sozialen Netzwerken zu zeigen, weil das dann nur noch passieren kann, wenn jedes einzelne Demonstrationsmitglied seine schriftliche Bestätigung dazu gibt, dass es auf dem Video auch abgelichtet werden kann. Hingegen ist es kein Problem für unsere Systemmedien, ARD, ZDF, RTL und Co., ja, hinzugehen und uns abzufilmen und natürlich, wie sie es auch in der Vergangenheit bereits getan haben, uns alle als Rechtsradikale Reichsbürger darzustellen. Das ist natürlich weiterhin erlaubt. Noch ein Ding, weshalb wir hier stehen und sagen, dieses Datenschutzgesetz schützt nicht unsere Daten, es ist dazu da, Dissidenten und Opposition in diesem Land zu beschneiden und zu unterdrücken. Aber die Lügen des Westens und die Lügen unserer eigenen Bundesregierung unter Angela Merkel zeigen sich von ganz alleine. So viele Menschen da draußen, die es mitbekommen. Ich habe in letzter Zeit mit so vielen Polizisten gesprochen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Wissen da in den Köpfen bei den Menschen ist, ja? Und wie viel Diffamierung da abgezogen wird. Aber sehen wir dann mal an, wo überall der Faschismus gesucht wird. Wir suchen ihn bei Kollegah für ein zugegebenermaßen geschmackslose Statement.
Aber das Problem mit Kollega ist doch nicht das Zitat, das nicht mal von ihm stammt, sondern von seinem Rapper-Kollegen Farid Bang. Sondern das Problem mit Kollega ist, dass der Mann im Gazastreifen gewesen ist und darauf aufmerksam gemacht hat, dass es einen Aggressor im Gazastreifen gibt, der dafür unendliches Leid sorgt. Und das ist eine Regierung Netanyahu mit einem rassistischen Außenminister Avigdor Lieberman. Und das ist der einzige Grund, warum Kollega durch die Medien geschleift wird. Genauso wie Xavier Naidoo und sogar Justin Timberlake ist mittlerweile Opfer als ein Gegner der New World Order, der mittlerweile als Popstar kaputtgeschrieben wird, sein Album Negativkritiken bekommt und trotz einer fulminanten Show und grandiosen Inhalten von den Medien behandelt wird wie ein Aussätziger. Wir kennen das, die Bandbreite ist sowas gewohnt. Trotzdem, wir scheuen uns nicht auch weiterhin die Taten unserer eigenen Leute zu beleuchten. Auf Erdogan, zugegeben, da habe ich auch noch einen Seitenhieb, selbstverständlich. Aber insbesondere das Bashing von Putin übernehmen in diesem Land schon andere. Ich und wir haben uns vorgenommen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Und da werde ich nicht müde, seit über 3 Jahren die gleichen Dinge auch heute wieder hier zu erzählen. Dass in der Ukraine der Konflikt, wo der Westen Zwietracht geschürt hat, ja, dass da Zustände im Augenblick vorhanden sind, die jeden Antifaschisten auf die Straße locken müssen. Stattdessen suchen wir uns die Opfer bei Xavier Naidoo, der Bandbreite, den Mahnwachen und anderen friedlichen Bewegungen. Wenn wir uns allerdings angucken, was unsere Bundesregierung in der Ukraine praktiziert, dann ist das eine aktive Unterstützung echter Nazis, des sogenannten Azov-Bataillons, einem Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, eines rassistischen Bataillons unter Stefan Bandera, einem Verbündeten von Adolf Hitler. Diese Nazis sind in der Ukraine bis zum heutigen Tag mit 20.000 Mann unter Waffen präsent und sie kämpfen an unserer Seite, an der Seite des Westens. Nazis kämpfen an der Seite des Westens, um die Ziele von Monsanto durchzusetzen, in die ukrainische Schwarzerde ihre genmanipulierten Dreckspflanzen einpflanzen zu dürfen. Das ist der Hintergrund dieser Ukraine-Krise und hier beleuchten wir nicht, dass dieses Azov-Bataillon und die rechtsradikale Svoboda-Partei in der Ukraine Kommunisten, Sozialisten, Andersdenkenden, Russen vor allem in der Ukraine das Leben zur Hölle machen. Wir haben in der Ukraine unter westlicher Führung von Poroschenko einen rassistischen Staat, in dem Synagogen geschändet werden, Juden auf offener Straße verprügelt. Kein einziges Wort kommt über den Äther, weil diese Nazis, diese 20.000 Rechtsradikalen von Azov unter Waffen, das ist Poroschenkos Armee, die Armee des Westens. Und das ist der Grund, warum man nichts von solchen Sauereien hört, wie ich sie euch jetzt weiter erzählen werde. Denn vor 3 Jahren am 2. Mai mehrt sich das Massaker von Odessa, in dem rechtsradikale Kräfte der Ukraine vom Westen unterstützt das Gewerkschaftshaus überfallen haben und 50 Gewerkschafter verbrannt und zu Tode getreten haben. Diese riesengroße Sauerei, die in Deutschland zu einem Ausmaß von Widerstand und Solidarität geführt hätte, die Straßen wären hier voll gewesen von Bekundungen gegen rechts. Ja, das lockt den Journalisten in der Ukraine nicht mal ein Schulterzucken hervor, wenn 50 Gewerkschafter von Nazis getötet und dahingeschlachtet werden, hören wir in deutschen Medien davon kein Echo. Das ist absolut verwerflich, dass unsere Bundesregierung unter Angela Merkel, dem Chef dieses rechtsradikalen Bataillons, dem jetzigen Polizeichef von Kiew, der dort die Unterdrückung Andersdenkender leitet, auch noch 20 deutsche Polizeiausbilder schickt, um Juden, Kommunisten und Andersdenkende zu unterdrücken, ist eine Schande, die kein Gehör in diesen Medien findet. Und deshalb für uns den Grundsatz, hier heute auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir sind die wahren Antifaschisten und zeigen, wie der Faschismus vor unserer eigenen Haustüre wächst. Und vor allem, wir werden das nicht zulassen.